Moin moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, in den letzten Wochen habe ich euch ja einige Nikon Spiegelreflexkameras vorgestellt. Einmal die D610 und die Nikon DF. Das sind die Vollformatkameras und das sind die für den anspruchsvollen Fotografen. Ambitionierte Hobbyfotografen fühlen sich da wohl bei den Modellen. Kosten natürlich auch ein kleines bisschen mehr. Heute möchte ich euch mal was Kleineres vorstellen für den Amateur, für den Einsteiger, der aber trotzdem eine Spiegelreflexkamera haben möchte mit allem drum und dran. Ja, das ist die neueste von Nikon, das ist die D5300. Gab ja schon einige Modelle der 5000er Serie, wie gesagt, das ist jetzt die neueste. 24 Megapixel APS-C Sensor. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, ist von der Größe her, wenn man das jetzt mal mit einer 600er oder einer DF vergleicht, deutlich handlicher, deutlich kompakter gebaut als die großen Profikameras. Sieht man auch schon daran, weil einige Bedienelemente fehlen. Bei den Profikameras haben wir hier an der Seite zum Beispiel den Umschalter für manuelles Fokussieren und Autofokus-Umschaltung. Und auch auf der Rückseite sind ein paar mehr Knöpfe. Ja, was seht ihr hier? Dafür hat die D5300 einen klapp- und drehbaren Monitor. Der verbirgt sich hier, den klappe ich jetzt auch mal aus. Das ist so ein Punkt. Da sticht die Kleine die Großen aus, denn die Großen haben ja fest eingebauten Monitor. Und hier bei der ist es also tatsächlich so, ich habe den drehbaren Monitor und klappbaren Monitor. Ich persönlich mag das Ding ja wirklich gerne. Ich finde diese Klapp- und Drehmonitore super praktisch. Warum die bei den Profikameras nicht eingebaut werden, das ist ja auch bei Canon bei der 6D so, da fehlt der ja auch. Man kann nur mutmaßen, weil vielleicht die Handhabung für Profis zu kompliziert ist, weil die Dinger abbrechen können oder, keine Ahnung. Ich finde es klasse, dass die 5300er den Dreh- und Klappmonitor hat. Was sie allerdings nicht hat, das wäre ja noch so mein Favorite, ein Touchscreen. Der fehlt noch, den bietet sie nicht. Da ist Canon zum Beispiel mit der 70D und auch mit der 700D weiter. Die haben zusätzlich noch den Touchscreen, also nicht nur Klapp- und drehbaren Monitor, sondern auch noch zusätzlich den Touchscreen. Ja, was bietet die D5300 noch? Wir haben ein eingebautes WLAN-Modul, auch das ist neu. Bisher gab es das WLAN-Modul immer nur zum Anstecken mit einem WLAN-Adapter und GPS ist integriert. Und zum Beweis, hier steht das Ganze, einmal das GPS-Symbol und einmal das Wi-Fi-Symbol. Ja, ansonsten großes Drehrad hier oben und was fehlt natürlich auch zu den Profikameras im Vergleich, das ist oben das Display. Die Profis, die haben hier oben das Display und haben das Programmwahlrad auf der anderen Seite, nämlich hier. Und das ist auch der Grund, warum die 5300 deutlich kompakter gehalten werden kann. Warum sie eben deutlich schmäler und deutlich handlicher ist als die Profimodelle. Natürlich auch der Sensor, aber auch wenn ich das mit einer D7100 vergleiche, die ja auch in Anführungszeichen nur den APS-C-Sensor hat, ist auch da schon der Größenunterschied erheblich. Ja, was sieht die Kamera zu bieten? Wie gesagt, 24 Megapixel und ansonsten von den Belichtungsprogrammen haben wir hier ganz normal P, S, A und M, Effektprogramme, dann hier einmal Makro, Sport, Porträt, Landschaft und Kinder, dann die Szenenprogramme, Blitz aus und das bekannte Autoprogramm. Also auch da, die Kamera bietet alles, was sowohl der Profi als auch der Amateur braucht. Schauen wir uns mal auf der Rückseite das Display an. Ich finde, die Darstellung gefällt mir da sehr gut. Wir haben das hier einmal relativ übersichtlich mit den wichtigsten Informationen angeordnet. Das ist hier einmal die Belichtungszeit, das ist die Blende und das ist dann hier die ISO-Empfindlichkeit. Da sehe ich wirklich auf einen Blick sofort alle wichtigen Informationen. Und hier unten werden dann die zusätzlichen Kameraeinstellungen angezeigt. Möchte ich da was verändern, geht das relativ einfach, denn dann brauche ich nur hier oben
einmal die I-Taste drücken und bin dann hier unten auf den einzelnen Einstellungen drauf und kann dann hier über den 4-Wege-Schalter eben auf die entsprechende Option draufgehen. Möchte ich hier zum Beispiel die Autofokus-Varianten einstellen, dann gehe ich einmal hier drauf, dann sagt er mir hier unten einmal AF-Messfeldsteuerung, klick einmal auf OK und dann sehe ich, aha, ich habe hier die verschiedenen Varianten in diesem Modus drin. Mit einem OK bin ich hier wieder zurück. Hier kann ich dann zum Beispiel umschalten den Fokusmodus AFS, also Single-Aufnahme, Autofokus Single, und kann hier dann zum Beispiel wählen Autofokus kontinuierlich oder manueller Fokus oder Autofokus A, wo die Kamera selbstständig erkennt, ob sich es um was Bewegtes oder um ein statisches Motiv handelt. Dann geht es weiter hier mit der Belichtungsmessung. Natürlich auch wieder hier Picture Control, wo ich die Möglichkeit habe, die einzelnen Farbeinstellungen, Standard, Neutral, Brillant, Vivid, Monochrom, Portrait oder Landschaft auszuwählen. Also von daher eine relativ schöne Möglichkeit, schnell auf die einzelnen Einstellungen zuzugreifen. Ich muss nicht übers Menü gehen, sondern habe wie auch bei den Profikameras die Möglichkeit, sehr zügig auf die verschiedenen Einstellungen, auf die wichtigsten Kameraeinstellungen zuzugreifen. Was eben zu den großen Modellen fehlt, sind Direkttasten für die verschiedenen Funktionen. Da habe ich eben die Möglichkeit, direkt die Autofokus-Varianten einzustellen und zum Beispiel die ISO-Empfindlichkeit. Aber auch hier gibt es einen kleinen Trick, zumindest für einige wichtige Funktionen. Ich kann hier oben einmal, ich habe hier einmal hier unten eine Taste, die belegt ist, und habe hier einmal oben die Funktionstaste. Ja, und die Funktionstaste kann ich individuell belegen. Und ganz klar, ich habe mir die Funktionstaste hier natürlich die ISO-Empfindlichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal drücke, dann seht ihr, habe ich hier leuchtet das Symbol ISO-Empfindlichkeit und schon kann ich hier oben an dem Drehrad den Wert einstellen. Dann können wir auch gleich mal gucken, von wo bis wo der ISO-Bereich langt. Und der geht einmal, das sieht man hier auf dem Drehrad auch schon, der geht einmal von ISO 100 hoch bis 12.800 und dann wieder in der High-Einstellung auf 25.600, das heißt, höchster ISO-Bereich ist 25.600. Dann, was man hier eben auch sehr schön sieht, deswegen gefällt mir die Anzeige sehr gut, ist, wenn ich jetzt hier den Wert verändere, dann sieht man, wie sich die Blende verändert. Und man hat das dann auch gleich optisch, es wird gleich visualisiert. Das heißt, mit einem kleineren Blendenwert kriege ich eine größere Blendenöffnung. Die Kamera zeigt mir das also schon sehr schön an. Und genauso auch hier drüben dann die Belichtungszeit. Und auch da, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die kürzeste Belichtungszeit eine 4000stel Sekunde ist. Und die längste Belichtungszeit 30 Sekunden und B. Also von daher auch da wieder eine sehr schöne Übersicht über die Einstellungen, in denen ich mich befinde. Selbstverständlich hat die D5300 eine Live-View-Funktion. Die wird hier oben eingeschaltet. Da steht dieses kleine Symbol LV. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal an dem Hebel ziehe, LV, dann springt die in den Live-View-Modus um. Das heißt, der Spiegel klappt hoch. Das kann man hier einmal zeigen. Der Spiegel klappt hoch. Ich habe dann den Blick auf den Sensor. Geht jetzt nicht, man muss wahrscheinlich die Kamera umstellen, eben auf entsprechend, dass sie auch ohne Objektiv arbeitet, aber der Spiegel klappt dann hoch, man hört das hier, Spiegel klappt hoch und gibt dann das Bild über den Sensor frei und ich habe hier dann eben die Möglichkeit zu zoomen und scharf zu stellen. Ihr seht, hier ist der kleine Autofokuspunkt, wenn ich im Bereich des Live-Views bin. Ja, den kann ich jetzt hier natürlich dann an die entsprechende Stelle hinschieben, wo ich ihn gerne hinhaben möchte und habe die Möglichkeit, das eben entsprechend so positionieren, wo ich mein Autofokusfeld hinhaben möchte. Auch hier wieder drücke ich die I-Taste, komme ich in die verschiedenen Einstellungen rein und habe die Möglichkeit, die hier zu verändern und kann dann eben auch hier zum Beispiel, wenn ich ein größeres Autofokusfeld haben möchte, auf das große Autofokusfeld gehen
Oder ich kann auch die Gesichtserkennung aktivieren. Mal gucken, ob das funktioniert, ob die mich jetzt hier erkennt. Und ihr seht, da ist der grüne Rahmen und der rote Rahmen. Das heißt, die Kamera hat hier hat erkannt, dass es sich hier um ein Gesicht handelt und hat dann auch das markiert und wird jetzt die Schärfe und die Belichtung dann optimal auf mein Gesicht abstimmen. Wie gesagt, einmal hier oben die I-Taste gedrückt und wir sind genauso wie in der normalen Ansicht hier in den wichtigsten Einstellungen drin. Belichtungsmessung kann man vielleicht auch noch mal zeigen. Das sind die Standards, die inzwischen üblich sind. Das ist einmal die Matrixmessung, die Spotmessung und die mittenbetonte Messung. Standard ist eigentlich die Matrixmessung, wo die Belichtung eben über das gesamte Feld des Sensors genutzt wird und so eine möglichst gleichmäßige Belichtungsmessung stattfindet. Ja, also wie gesagt, hier FN-Taste, die kann ich frei belegen. Wie das Ganze im Menü aussieht, kann ich auch mal zeigen. Hier oben ist die Menü-Taste. Wenn ich die drücke, gelange ich in das Menü rein. Und wer sich mit den Nikon-Menüs auskennt, wird sehen, dass die also tatsächlich genauso sind wie die anderen. Nur ein klein wenig komprimierter. Es sind nicht so wahnsinnig viele Punkte da, aber natürlich auch hier wieder die Bildqualität, die ich in verschiedenen Stufen habe und natürlich RAW-Dateien, selbstverständlich, ganz klar, das gehört dazu. Bildgröße kann ich in verschiedenen Varianten festlegen, das seht ihr hier von Large bis S. Dann geht es weiter, habe ich hier die RAW-Einstellungen zwischen 12 und 14 Bit. Auch das sehr schön, dass hier Nikon nicht gespart hat, sondern auch bei den Amateur- oder etwas, ja doch Amateurkameras auch darauf nicht verzichtet hat. Hier die Weißabgleicheinstellungen. Hier habe ich die verschiedenen Weißabgleich-Voreinstellungen und habe hier dann auch nochmal den eigenen Messwert, wo ich dann auf eine weiße Karte messen kann und so die individuelle Weißabgleichseinstellung machen kann. Was ich gerade sehe, ich glaube, man kann nicht einen Kelvin-Wert direkt eingeben. Ja, das ist richtig. Einen Kelvin-Wert direkt kann ich hier offensichtlich nicht eingeben. Picture Control, hatte ich schon gesagt, kann ich über die Info-Taste sehr schnell zugreifen. Aber ich habe auch hier die Möglichkeit, die einzelnen Werte anzupassen. Klein wenig verwirrend ist, dass hier hinten nicht nochmal ein zusätzlicher Pfeil steht, der mir signalisiert, du hast noch die Möglichkeit, das Individuelle einzustellen. Das steht nur hier unten. Da seht ihr, da ist dieses kleine Anpassen drin. Ja, und wenn ich da jetzt mal auf Monochrom gehe, weil da finde ich es eigentlich am spannendsten, dann sieht man, dass man hier bei Monochrom die Möglichkeit hat, die Scharfzeichnung, den Kontrast, die Helligkeit und auch wieder die Filtereffekte zu wählen für Yellow, Orange, Red und Green. Yellow, Orange, Red, also Gelb, Orange und Rot sind quasi die Filter, die ich bei Landschaftsaufnahmen nutze, weil ich damit dann als Ergebnis bekomme einen sehr, sehr dunklen, tiefschwarzen Himmel, wenn der blau ist, und sehr schöne weiße Wolken, also eine sehr schöne Zeichnung in den Bildern bekomme. Und die Filtereinstellung Green, also Grün, verwende ich immer dann, wenn ich Porträts mache, weil mit der grünen Filtereinstellung der Hautton in Schwarz-Weiß sehr natürlich wiedergegeben wird und sehr natürlich umgesetzt wird. Das heißt also, ich habe dann, wenn ich diesen Grünfilter verwende, wirklich eine sehr, sehr schöne Hautwiedergabe. Das Gesicht wird im Schwarz-Weiß dann nicht zu dunkel oder nicht zu hell. Und letzter Punkt ist dann nach den Filtereffekten, als letzten Punkt habe ich dann das Tonen. Hier habe ich eben die Möglichkeit, verschiedene Sepia-Einstellungen, Red, Green und so weiter, und kann die dann noch zusätzlich hier unten individualisieren, indem ich dann nochmal nach hier unten gehe. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Funktion, die ich hier habe. Und habe damit die Möglichkeit, wirklich sehr individuell einzustellen. Hier gibt es dann nochmal so diesen kleinen Hilfestellung, wo ich mir Gitterlinien einblenden lassen kann und mir dann zeigen lassen kann, wo Saturation und Contrast, also die verschiedenen Einstellungen der
Bildeffekte sozusagen sind. Wenn man jetzt also hier mal auf einen farbigen Bildeffekt geht, das heißt, wenn ich jetzt hier einmal brillant wähle, dann seht ihr, so jetzt kann ich hier einmal gucken, habe hier auch wieder die Möglichkeiten, Scharfzeichnung, Kontrast und so weiter einzublenden und wenn ich jetzt zu verändern, Entschuldigung, und wenn ich auf die Lupentaste drücke, werden mir die Gitterlinien eingezeigt und dann sehe ich, wo sich Velvia befindet. Das heißt also, ich habe eine sehr hohe Saturation, also eine sehr intensive Farbwiedergabe und einen normalen Kontrast, also von daher, oder einen etwas erhöhten Kontrast. Aber hier sieht man eben sehr schön, wo sich die einzelnen Einstellungen befinden. Dann Konfigurationen kann ich verwalten, Autoverzeichnungskorrektur, Farbraum natürlich, wieder sRGB, Adobe RGB, dann das aktive D-Lightning, wo helle und dunkle Passagen entsprechend angepasst werden, sodass eine sehr schöne und natürliche Farbwiedergabe und Kontrastwiedergabe stattfindet. HDR, Rauschunterdrückungen gibt es. Die ISO-Empfindlichkeitseinstellungen, einmal natürlich den Wert direkt, den ich aber viel schneller über die Info-Taste oder über die Belegung der Funktionstaste erreiche. Oder ich habe eben die ISO-Automatik und bei der ISO-Automatik kann ich festlegen, wenn ich die einschalte, kann ich festlegen, was mal meine maximale Empfindlichkeit wäre. Das heißt, hier kann ich also zum Beispiel sagen, ich möchte nie über 3200 gehen und ich kann auch sagen, was meine längste Belichtungszeit werden soll. Wenn ich da zum Beispiel ein Objektiv habe, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ein Objektiv habe, wo ich weiß, dass es unterhalb von einer 125stel verwackelt wird, dann lege ich das eben hier fest und dann weiß ich, aha, meine längste Belichtungszeit wird eine 125stel und die Kamera geht nicht über ISO 3200, sofern es das Licht natürlich hergibt. So, dann gehen wir wieder zurück in das Menü. Dann haben wir die Aufnahmebetriebsart. Das ist dann, einmal Einzelbild, Serienaufnahme langsam, schnell. Wir haben auch hier eine leise Auslösung, den Selbstauslöser. Da glaube ich, kann man da nochmal, nein, da kann man nicht rübergehen, sondern Selbstauslöser 2 Sekunden, Fernauslösung und Fernauslösung mit Vorlauf. Die Einstellung des Selbstauslösers findet dann wieder im Individualmenü statt. Da gehen wir gleich nochmal drauf. Hier Einzelbild. So, und dann kommen wir schon Mehrfachbelichtung, Intervallaufnahme und Videoeinstellungen. Und hier bei den Videoeinstellungen ganz spannend, denn ich habe hier die Möglichkeit, in voller HD-Auflösung mit 50 Vollbildern zu arbeiten, also 50p, die höchste Auflösung ist hier möglich und kann natürlich auch auf 25p, also 25 oder 24 Bilder gehen. Und habe auch die Möglichkeit, die kleine HD-Auflösung 1280x720 und 50p zu wählen. Filmqualität, zwei Möglichkeiten, hoch oder normal. Dann das Mikrofon, Windgeräuschreduzierung und manuelle Videoeinstellungen. Und wenn ich hier auf eingehe, dann habe ich die Möglichkeit, was habe ich dann für Möglichkeiten? Da kann ich dann Belichtungszeit und Blende manuell einstellen. So, dann gehen wir auf die Individualfunktionen. Ja, und hier geht es jetzt los mit den verschiedenen Autofokus-Varianten. Ich muss hier einmal ganz kurz gucken. Ich muss hier einmal eben den Live-View ausschalten. Denn wenn ich den Live-View nicht ausschalte, dann stehen mir nicht alle Anzeigen zur Verfügung. Jetzt nochmal Autofokus. Hier wieder ganz wichtig die Funktion Priorität bei Autofokus kontinuierlich. Hier kann ich festlegen, ob die Kamera Auslöse- oder Schärfe-Priorität haben soll beim kontinuierlichen Autofokus. Bei den Profikameras habe ich hier noch die Möglichkeit, das auch für den Einzel-Autofokus, also AFS, zu wählen. Hier nur für AFC. Anzahl der Autofokus-Messfelder, entweder 39 oder 11, integriertes Hilfslicht, Fokusskala, Schrittweise der Belichtungsstörung, Drittelblende oder ganze Blende, Belichtungsspeichern mit Auslöser,
Ausschaltzeiten, das ist also die Energiesparfunktion, hätte ich beinahe gesagt. Und hier ist das, was ich eben schon ansprach, der Selbstauslöser, den ich von 2, 15 oder 20 Sekunden dann verändern kann und auch gleichzeitig sagen kann, wie viel Aufnahmen die Kamera machen soll. Eine sehr schöne Funktion, denn wenn ich Gruppenaufnahmen mit Selbstauslöser mache, habe ich so die Möglichkeit zu sagen, mach mal gleich 5 Stück. Und dann macht sie 5 Stück und die Chance, dass dann die passende dabei ist, wo alle die Augen aufhaben, alle in die Kamera gucken und alle lächeln, ist deutlich größer. So, Wartezeit, Fernauslöser, Tonsignale können hier festgelegt werden. Hier haben wir die verschiedenen Gitterlinien oder die Gitterlinie, die ich einblenden kann. Dann geht es weiter. ISO-Anzeige, Nummernspeicher, Spiegel, Vorauslösung habe ich, Datum einbelichten, integriertes Blitzlicht, das ist dieses hier, das kann ich natürlich dann auch manuell steuern oder TTL-Steuerung machen. Dann geht es weiter, automatische Belichtungsreihen, Belegung der Funktionstaste, hatte ich schon gesagt, das ist hier an der Seite die Funktionstaste, die ich belegen kann. Da habe ich eben die Möglichkeit ISO, Weißabgleich, HDR und so weiter. Ich habe also diverse Einstellmöglichkeiten oder diverse Einstellungen, die ich auf die Taste drauflegen kann. Für mich, wie gesagt, ISO-Empfindlichkeit, weil ich die häufiger verstelle. Dann die Belegung der AEL-AFL-Taste. Das ist die hier oben. Die kann ich auch individualisieren. Auswahlrichtung, Auslösesperre und die Skalen spiegeln. Ja, und dann gibt es noch als letztes gibt es dann noch die Systemeinstellungen. Da gibt es im Prinzip als entspannende Sachen die anderen Sachen. Das sind die bekannten Sprache, Zeitzone und so weiter. Das sind die Positionsdaten. Da befinden wir uns hier. Und da habe ich die Möglichkeit dann eben zu sagen, ich möchte GPS einschalten und möchte eine Logliste anlegen. Das heißt, die Kamera speichert dann meine Positionsdaten, fügt die natürlich ganz klar auch den Bilddaten zu. Das heißt, wenn ich draußen bin, fotografiere, GPS-Empfang habe, speichert die Kamera diese GPS-Daten in den Bilddaten, sodass ich mir das dann später, wenn ich am PC bin und mir die Bilder aufrufe, mit einem entsprechenden Programm, Google Earth, Google Maps oder ähnlichen Programmen anzeigen lassen kann und sagen kann, ach Mensch, guck mal, da ist die Aufnahme gemacht worden. Dann haben wir die Videonorm, das ist einmal PAL oder NTSC, ups, wollte ich eigentlich gar nicht ändern, HDMI, Fernauslöser und hier sind wir dann bei der Wi-Fi-Funktion und hier muss ich dann eben die Netzwerkverbindungen einstellen, Netzeinstellungen, da habe ich verschiedene Möglichkeiten dann mit Automatik, mit Kennung eingeben und so weiter und habe da dann die Möglichkeit, Bilder zu übertragen. Ich muss noch rausfinden darum, ich habe die noch nicht so lange hier, das muss ich nochmal überprüfen, welche Möglichkeiten außer der Bildübertragung mir zur Verfügung stehen. Das heißt, da werde ich nochmal ein kleines Video dann dazu machen und kann euch dann nochmal zeigen, welche Möglichkeiten habe. Also sprich, ob ich auch das Smartphone als Fernauslöser nutzen kann und. Da muss ich mich nochmal ein kleines bisschen reinarbeiten, weil das eben jetzt neu ist, dass die Spiegelreflexkamera das direkt eingebaut hat und nicht über den externen Wi-Fi-Stecker zu nutzen ist. Dazu dann aber später nochmal in einem folgenden Video ein paar mehr Informationen. Ja, das waren im Großen und Ganzen die Funktionen der Nikon D5300. Hier oben vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe hier nochmal die Infotaste. Wenn ich die Infotaste drücke, muss ja einmal aus dem Menü rausgehen. Wenn ich die Infotaste drücke, dann wird mir eben dieses Display eingeblendet mit den entsprechend wichtigsten Funktionen. Und dann habe ich hier nochmal die Videoaufnahmetaste, das ist die rote und hier die Plus-Minus-Korrektur. Ja, und was ihr auch schon gesehen habt, selbstverständlich in der Klasse ist natürlich, dass es einen Blitz gibt, den ich hier mit einem Druck auf diese Taste auslöse. Ja, dann gehen wir noch mal kurz zu den Sachen, die wir hier hinter der Klappe versteckt haben. Das ist einmal interessant, der Mikrofoneingang. Finde ich sehr gut, dass die Kamera einen Mikrofoneingang hat, kombinierten USB-Stecker und AV-Out und dann einmal die Fernbedienung und unten dann den
HDMI-Ausgang für den direkten Anschluss an einen Flachfernseher, wenn ich Bilder oder Videos wiedergeben möchte. An der Seite ist das SD-Kartenfach. Ja, und das ist eben auch so ein kleiner Step-Down im Vergleich zu den Profikameras. Wir haben hier nur einen SD-Kartenslot. Die Profis 7.1, D600 und D610, die haben dann zwei SD-Karteneinschübe, wo ich dann getrennt JPEG und RAW auf zwei Karten speichern kann oder eben zusammen insgesamt eine höhere Speicherkapazität oder eben als Backup nutzen kann. Hier auf dieser Taste ist draufgelegt die Betriebsart. Ihr seht hier schon das kleine Selbstauslösersymbol und die Fernbedienungstaste. Ja, und wenn ich da drauf drücke, das kann ich einmal machen, das könnt ihr dann auch einmal sehen. Wenn ich da drauf drücke, dann bin ich eben in den verschiedenen Aufnahmebetriebsarten Einzelbild und den Serienbildfunktionen und dem leisen Auslösen. Wir können ja einmal, damit man den Unterschied hört, einmal normal auslösen. Wenn sie denn jetzt auslöst. Und jetzt schalten wir das Ganze einmal in den Quiet-Modus um. Wenn ich das dann hinbekommen sollte. So, und jetzt sind wir im Quiet-Modus. Also man hört ein kleines bisschen leiser, aber jetzt den Riesenunterschied macht das auch nicht aus. Aber immerhin, es ist ein kleines bisschen leiser. Wir können ja einmal die schnelle Serienbildfunktion nutzen, damit ihr einmal in etwa ein Gefühl dafür bekommt, welche maximale Serienbildgeschwindigkeit wir haben. Bin ich jetzt auf L oder High? Sekunde mal eben. Ich bin jetzt auf High, genau, und dann geht es jetzt los. Wobei ich jetzt noch nicht die schnellste Speicherkarte drin habe. Da kann man mit der Geschwindigkeit natürlich noch ein bisschen machen, wenn man dann eine schnellere Speicherkarte reinpackt. Ich habe eine relativ langsame Speicherkarte drin, also von daher. Aber schon eine sehr schöne Seriengeschwindigkeit, mit der man ordentlich was anfangen kann. Hier nochmal ein Blick auf die entsprechenden Effekte, die man auswählen kann. Das geht dann ganz einfach. Ich brauche hier nur den, wenn ich das hier oben einmal eingestellt habe, wenn ich hier auf Effekte bin, dann brauche ich nur an dem Drehrad zu drehen und kann dann die verschiedenen Effekte einfach durchsuchen. Muss hier einmal dann die Infotaste drücken, damit das Display erscheint. Und dann drehe ich hier einmal am Rad dran und dann habe ich also hier einmal die Nachtsicht, Farbzeichnung, Spielzeugkamera, Miniatureffekt, selektive Farbe, Silhouette, High Key, Low Key und einmal HDR-Gemälde. Und genau so funktioniert das Ganze auch, wenn ich dann hier oben auf die Einstellung Szene gehe. Einmal hier Szene und da ist genau das Gleiche, wenn das Display weg ist. Einmal kurz die Infotaste drücken, dann erscheint es wieder und am hinteren Rad drehen. Und dann habe ich hier einmal Tiere, Kerzenlicht, Blüten, Herbstfarben, Food, Nachtporträt, Nachtaufnahme, Innenaufnahme, Strand, Schnee, Sonnenuntergang, Dämmerung. Und dann sind wir wieder bei den Tieren. Also das ist eine sehr schöne Sache, finde ich, ist sehr praktisch. Da muss man nicht erst in irgendwelche Menüs reingehen, sondern kann zwischen den Programmen sehr, sehr schnell und sehr einfach wechseln. Finde ich sehr angenehm. Man muss eben nur wissen, einmal kurz vorher hier oben auf die Infotaste drücken, zack, und dann drehe ich hier hinten und das war's. Finde ich sehr übersichtlich, sehr eingängig. Gibt Kameras, da ist das ein bisschen komplizierter, da muss ich dann in die Menüs reingehen oder das Menü oder ganz gezielt eben diese Einstellung aufrufen. Finde ich, geht hier sehr schnell. Ja, nochmal zu dem Schalter hier auf der Rückseite. Das ist kein Drehrad, sieht so ein bisschen aus wie ein Drehrad, ist aber kein, sondern ist ein Vier-Wege-Schalter mit OK-Taste in der Mitte. Hier oben ist eben die Speichertaste AEL, also Auto Exposure Lock und Auto Focus Lock Taste, Wiedergabetaste, Zoom Taste, Groß- und Verkleinerungstaste, Mülleimer Taste,
Das war es. Also eine relativ übersichtliche Tastenauswahl. Bei den Profikameras habe ich ja dann hier an der Seite, da wo jetzt das Scharnier ist, nochmal zusätzlich sozusagen die Direkttasten, wo ich dann Qualität, ISO etc. aufrufen kann. Das fehlt hier bei dem kleinen Modell. Ja, wie die Bildqualität aussehen wird, das wird mein Test jetzt in den nächsten Tagen zeigen. Ich werde natürlich wieder meine ISO-Vergleichsreihen machen, um zu beurteilen, wie die Bildqualität aussieht. Auslöseverzögerung habe ich schon ein bisschen mit rumgespielt, liegt auf einem völlig normalen Niveau, ist ja auch immer abhängig, welche Objektive genutzt werden, welche Brennweite, Lichtverhältnisse etc. pp. Das ist ganz entscheidend, dann auch bei der Auslöseverzögerung. Bildstabilisator wie üblich bei Nikon nicht im Gehäuse, sondern in den Objektiven, wird mir hier einmal angezeigt durch die Abkürzung VR. Das ist sozusagen die Vibrationsreduktion, die in die Objektive eingebaut ist. Wie gesagt, kein Bildstabilisator im Gehäuse, sondern objektivseitig. Ja, das waren die wichtigsten Funktionen der Nikon D5300. In den nächsten Tagen mache ich dann den umfangreichen Test der Kamera und ihr könnt dann nochmal die wichtigsten Informationen zur Kamera, Bildqualität etc. pp., alles was dazugehört, auf meiner Internetseite nachlesen. Das soll es erstmal gewesen sein. Heute die Vorstellung der Nikon D5300. Ja, in den nächsten Tagen geht es weiter. Kommen nochmal kurz vor Weihnachten so eine Kamera auf jeden Fall, vielleicht zwei. Lasst euch überraschen, schaut gerne wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ja, und bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und moin moin!